Your primary objective is to build a bridge across the Arar. However, there are numerous enemy troops on both sides of the river that must be eliminated to allow our army to cross safely. The Druid Divitiacus, our Aedui ally, has promised to send his mounted noblemen to complement your own forces. However, they have not arrived. Meet with them to find out what has happened. There are two sites on the river that are appropriate for bridge construction. You need to build at least one to allow our forces to cross the river. To expel the Helvetii from the area, you will have to gain control of these two cities. Dubis on this side of the river, and Pons on the other side. All right, Tribune. These are your orders. For the Senate and the Roman people. Alles klar, und damit herzlich willkommen zurück zu Praetorians. Wie ihr gerade gehört habt, müssen wir erstmal zu diesen Noblemen, unsere Verbündeten, die Aedui, und dann müssen wir anfangen, gallische Dörfer überfallen. Immediately. I am in command. Als erstes würde ich sagen, wir lassen mal Rudus im Wald. Aha. Immediately. Aha. Scheiße. Yes, sir. Angriff. Schön wieder ins Fettnäpfchen reingedappt. So wie ich es gerne mag. Okay, Männer, ihr formieren. Ihr formiert euch dahinter. Schnappt euch diese Nobleman. Rudus, du rennst einfach mal hinterher. Guckst du das alles an, wie immer. Als erstes würde ich sagen, warten wir mal das Ankommen aller Gegnertruppen ab. Da jetzt ziemlich viele erstmal kommen, aber wir kein Problem mit denen haben werden, weil es noch nicht die Starken sind. Und dann holen wir uns mal die Nobleman ab. So. Dann müsste ich kurz mal überlegen, wie läuft man am besten. Rudus! Rück dann! Yes, sir! We are on the way! Der Wald ist jetzt erstmal clear, deswegen rennen wir gleich mal durch zu den Noblemen und dann hören wir uns die kurze Gespräch zwischen Nobleman und Centurion an. At last we meet Roman friends. Our leader, Divitiacus, has been ambushed near the river by the Helvetii dogs. Let us hurry and rescue him. Natürlich, meine noblen Freunde. Rücken wir an. Also du nicht, Gaius, aber ihr zwei. Schnappt euch die helvetischen Hunde. Yes, sir. Thank you for your timely intervention. I owe you my life and I humbly offer you my services. Danke, let us stop these traitors once and for all. Ja, da wird schön geschichtlich festgehalten, wie manche Römer oder wie die Römer auch mit manchem Barbarenstamm kollaboriert haben. So, als erstes mal würde ich sagen, räumen wir mal hier eine Runde auf. Das heißt, ihr kommt durch den Wald. Oder ihr stellt euch mal da durch den Wald. Wo sind meine Bogenschützen? Bogenschützen? Bogenschützen. Formieren. Formieren. Nein, ihr bleibt schön da drin. Idioten. Aha. Following your orders. Jetzt dürft ihr aggressiv spielen. For the Emperor. So. Die Nobleman. Die chillen halt ihr Leben. Hey, warum einmischen? Unsere Jungs können das. So. Und dann zählen wir mal auf diese Holzköpfe. Die meinen uns hier überfallen zu wollen. Vielleicht ist es schon aufgefallen, dass sich ein Centurio bzw. ein Centurio nicht im Kampf selber beteiligt. Der kann zwar kämpfen, ist aber relativ schwach unterwegs.
Deswegen kämpfen die nicht so gerne. So, jetzt muss ich nur geschwind überlegen. Ah, wir rücken direkt rein. Und zwar am besten die ganze Armee über einen Weg. So, Männer, ihr rückt mal durch den Wald hinein. Da steht, glaube ich, noch eine Kompanie Bogenschützen, die uns mobben will. Ne, da nicht, aber da kommt eine Kompanie Krieger, die uns mobben will. Da kommt noch eine Gruppe Bogenschützen, die meint, uns mobben zu müssen. Und dann greifen wir an. Yes, sir. We are ready. Okay, Gaius Titus Rudus. Du hast Befehl, einfach mal hier vor dem Ding zu stehen und abzuwarten. Ich meine, hier in den Wald zu fliehen. Fallt diesen Pikemans in den Rücken, Kameraden. So, meine Bogenschützen stellen sich mal hier schön in Defensivhaltung hin. Da steht eine Nobleman-Kompanie, das finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, sind, dass meine Bogenschützen umfallen. Okay, ihr zwei guckt mal da hoch. Gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen Defensive aufbauen. Die Bogenschützen stehen gut, wo sie stehen. Die Vidicacus, du kannst mal runter healen. Centurio Maximus, Gaius Titus Rudus. Ihr baut mal hier auf und ihr formiert euch mal hier. Was bilden wir aus? Wir müssen noch ein bisschen was ausbilden. Was können wir denn alles ausbilden? Ich würde sagen, zweimal normale Bogenschützen-Kavallerie. Nochmal zwei Teams Speerträger und Team Legionäre und dann passt es. Vielleicht noch ein Team Infanteristen. Jetzt wird erstmal durchgeheilt. Vielleicht war es ratsam, wenn wir hier noch ein Team Nobleman hinstellen und die Infanterie stellt sich dann da hoch. Da die Barbaren gern hier hochlaufen und unsere Bogenschützen angreifen. So, die Legionäre sehen ja schon wieder ganz fit aus. Dann kann ich ja rübergehen zu den Infanteristen. Die Noblemen. Ah, die kommen auch noch dran. Jetzt bauen wir erstmal hier unsere Garnison auf. The Garrison. 32 Bauarbeiter, das finde ich gut. Jetzt muss man bloß hoffen, dass es passt. So, jetzt fügen wir mal eins komplett auf, ein Team. Ihr 15 baut mal hier erstmal ein Katapult. Ihr 30 stellt euch mal hier hin als Defensivtruppe. Und du guckst mal, dass du die da hier halt kriegst. Und hier bauen wir mal Katapulte und so weiter und so fort. Dann sollten wir einen Speer haben nochmal. Das passt so. Und dann gucke ich mal auf den Timer. 8 Minuten. Fast 9. Passt. 20 Mann verloren. Das ist eigentlich nicht so schlecht. Bei fast 200 Kills. Aber da kommen noch einige Kills und Tode auf uns zu. Die beste Strategie ist eh hier oben lang rücken mit der ganzen Armee und dann von da oben auf den Turm ballern. So, die ersten Sperren. Aha, yes, sir. Immediately. Dann bilden wir noch einen Dock aus und dann gucken wir mal. Hier kommen noch 32 dazu, da 30, 60, 90, 120. Lass mal die Legionäre weg, dann passt es wieder. Ah ja, da seht ihr schon. Yes, sir. Your orders? Dann würde ich sagen. Kavallerie! Immediately. Aha. Immediately. We are on the way. We are ready. Aha. Yes, sir. Yes, General. Immediately. Construction is complete. Aha. Yes, sir.
Ja, kommt, Jungs, da sind noch ein paar Bogenschützen übrig. So, da ist der Doktor, den ich bestellt habe. Neue Katapult kommt darüber. General? Immediately. Your orders? So, mit den 8-4 Truppen. Yes, sir. Durchsuchen wir erstmal die Lande. Die Trottel vergessen haben, ihre ganzen Bogenschützen hinzustellen. So. Da kommt noch mein Team Speerträger für die Kompanie. Lassen wir mal noch eine weg. Bilden wir noch eine Infanteriegruppe aus. Ah ja. Kavallerie, nach Hause kommen. Gerade ihr zwei. Dividiakus, komm mal her, du musst uns gleich die Jungs heilen. Jetzt kommen die Infanteristen her. Your orders? Yes, sir. We are ready. Na, dann würde ich sagen, drück nochmal auf Richtung dahin, wo wir hinwollen vor. So, jetzt kommt unser Speer noch hier rüber. Wie sie versuchen wegzurennen, ist doch süß. Oh oh. Yes, sir. Bogenschützen, das ist gar nicht mehr so süß. Mal gucken, wer zuerst stirbt. Unsere Bogenschützen oder ihre Bogenschützen. Hm. Irgendwas läuft da schief. Charge! Your orders? Na, schauen wir doch mal. Yes, General. Auxiliary Infantry. Wir haben ja gelernt, wie man Brücken baut. Ah ja, genau. Nobleman an die Front. Wenn die Brücke fertig ist, seid ihr die Ersten, die rüber müssen. Das Katapult nehme ich jetzt einfach nur aus Spaß mit. Wir die Brücke relativ schnell fertig haben. Yes, sir. Aber die besten Level, finde ich, sind immer noch die, wo man Festungen verteidigen muss. Yes, sir. Es gibt ein Level, das finde ich nicht so toll beim Festung verteidigen, aber naja, gut. Ist auch nicht ganz einfach. Naja, wann ist es auch einfach? Egal. Construction is complete. So, da hätten wir Brücke Nummer 1. Wir müssen die andere Brücke trotz allem bauen, sonst kommen unsere Legionäre hier nicht rüber, weil die nicht durchs Wasser latschen können. Okay, Bogenschützen. Bereit machen. So. Ihr drei, ihr wartet mal hier unten. Ihr zwei macht euch mal feuerbereit. Jetzt ist das Abmarsch bereit. Und jetzt gehen wir rüber. Der Hawk. Oh nein. Wir haben was vergessen, Leute. Da im Wald, da stehen noch Bogenschützen, die uns mobben. Na los.
Schilde hoch. Aha. Yes, General. Da stehen noch 5 Bogenschützen, die meinen, uns mobben zu können. Lustig. Nicht. Your orders? Yes, General. Immediately. General? So. Ihr macht euch schon mal feuerbereit. Kommt er dann an die Bogenschützen ran? Ich hoffe es. Nicht ganz. So, wir müssen hier runter. Und dann fangen wir mal an. Die Infanteristen. Yes, sir. Yes, General. Schicken wir runter. Euch schicken wir mal runter. Yes, sir. Following your orders. Warum kannst du die nicht unter Feuer nehmen? Kannst du doch. Warum nimmst du die nicht richtig unter Feuer? We are ready. Following your orders. Your orders? Following your orders. Yes, General. Immediately. Ihr wartet natürlich, bis wir soweit sind mit Bauen. General? Da wird es mit dem zweiten Katapult da oben anfangen. Yes, ich kann auch die Bogenschützen eigentlich. Yes, naja, spielt theoretisch keine Rolle, ob man das Katapult oder den Bogenschützen nehmen. Yes, General. Yes, sir. Sehen müssen wir unsere Gegner trotzdem. Und stopp. So, und die schießen. Kill Counter. Steigert sich. Und da schleichen jetzt nochmal 3 raus. Tot. So. Jetzt nehmen wir uns mal die große Armee. Yes, alles, was gerade so da ist. Immediately. Uh-huh. Bis aufs Katapult. Da die vergessen haben, Speerträger mitzubringen. Yes, General. Yes, sir. Haben wir natürlich leichtes Spiel. Der 3 kommt auch mal da hoch. Ihr 2 kommt auch mal hinterher. Und ihr 4. Natürlich in normaler Formation. Guckt auch mal, dass sie hierher kommt. Natürlich! Bogenschützen sind beste Männer. Schon außen rumzulaufen? Nein, wir gehen durch den Wald und lassen uns umlegen. Von der ganzen helvetischen Armee seid ihr Helden, Mann. Na gut. Wir warten mal auf den Rest. Wenn ihr auch noch kämpfen wollt, kommt mal hoch. Wenn ihr keinen Bock habt, bleibt unten. Natürlich gehen jetzt ein Speerträger nach dem anderen drauf, weil wir unsere Infanteristen nicht schnell genug sind. Mit dem Bogenschützen. Rückzug. Mit dem Bogenschützen. Yes, erst recht! Yes, jawohl. Scheiß drauf. Ihr kriegt die 16 Bogenschützen auch schön hin. Und er rückt auch mal in die Richtung. Aha. So, uns fällt noch kein Bogenschütze. Charge! Charge! Yes, sir. For Rome. Attack! Yes, sir. Zieht euch zurück und stürmt an. Aha. Bloß auf nichts einlassen, Männer. Ha! Ein Infanterist hat überlebt.
Aber der stirbt jetzt innerhalb kürzester Zeit. Yes, sir. For the Emperor. General? Immediately. Kommt ihr von da hinten da rüber? Ja, kommt ihr. Yes, sir. Wundert mich eigentlich kein bisschen. General? So, jetzt Angriff. For Rome. Aha. Euch können wir mal dann bei Gelegenheit hinterher schicken. General? Aha. Du guckst mal in den Wald rein, nicht dass da doch noch Truppen rumrollen. Aber ich glaube, da lebt keiner mehr. Nope, da lebt keiner mehr. Und so viel Verluste haben wir ja auch nicht gehabt. Und wir legen mal wieder. Fast haben wir die Überlänge hingekriegt. So, was war unser Missionsziel? Ah, Capture. General, du degradieren. Following your orders. Yes, General. Following your orders. Your orders? Divitiacus. Sieh zu, dass unsere Männer gesund bleiben. Aha. So, die sind erblindet. Wir wissen jetzt nicht mal, was geht. Hat ja gut funktioniert. So, dann gucken wir schnell mal. Sobald der Turm hier fertig ist, haben wir eigentlich schon gewonnen. Yes, sir. General? General? Dumpty, 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 dauert nicht mehr lang. Und gewonnen. Sehr schön, sehr schön. Also gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Praetorians. Bis dahin, auf Wiedersehen.